So, und weiter geht's mit Let's Play Vampires Dawn. Ich habe jetzt noch mal gerade was geguckt wegen dem Satz für den letzten Part. Die Ruinen von Lim. Jetzt weiß ich auch, wie ich den Satz nennen soll. Den Part. Wollen wir mal gucken, was es hier so zu finden gibt. Vor allem was für Gegner. Oh, Teufelshuhn, geil. Kann man da irgendwie Blut saugen? Ich meine, Huhn hat nicht viel, aber sollte trotzdem etwas an Blut besitzen. Ja, 30, das kann man eigentlich nehmen. Ja, super, weil da kann nichts mehr sehen. Yay. Sag mal, können alle drei nichts sehen oder was? Was ist denn hier los? Ja, aber mit einem. Ja, gut, die sind jetzt schon zwei Runden am Bluten. Die scheinen aber echt schwach zu sein. Geben aber schon normale Seelen. Ich will einfach mal gucken, ob es hier noch irgendwelche Schattenwolf. Ja, kann man mal machen. Ich mag keine Gegner, die Bluten verursachen. Irgendwie bin ich immer jemand, der ganz gerne immer einen vollen Blutvorrat hat. Man weiß ja nie, wann man Diener oder sowas beschwören kann oder muss. Kommst dir vor wie bei Pokémon. So, Blutsaugen. Die Lane müsste voll sein. Ich will aber nicht raus, ich will nur rumlaufen und erkunden. So. Lebensnektar, das hat sich wirklich gelohnt. Lebensnektar, Maxis plus 1. Ja, so, die sind blutvoll. Wie viele normale Seelen haben wir denn? Normaler Seelenstein, normale Seele 85. Jo, Seelensteine haben wir eigentlich mehr als genug. Normale Seelen auch. Blutflasche. Warte mal, Fähigkeit. Hier benutze ich ganz gerne mal den Blick der Geister, aber hier ist nichts. Also ein bisschen. Oh, Katakomben und Speicherstein ist natürlich sowas, ist nicht schlecht. Das passt. So einzelne Gegner passen eigentlich perfekt. Die Elaine greift an, der Wallner trinkt und der Asker klatscht.
Nee, Gegenstand nicht. Mach nochmal einen Blick der Geisterwalner. Magiergürtel. Da oben gibt es irgendwas Interessantes. Das mache ich aber zum Schluss. Ich gucke, ob ich die Truhe öffnen kann. Und dann hier müsste irgendwo einen Eingang geben. Hier oben. Schicksalsklinge ist natürlich nicht schlecht. Ah, scheiße, ich bin noch nicht intelligent genug dafür. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Windige kleine Hühner sind das. Jo, das war dann doof. Aber gut, macht nichts. Natürlich könnte man mal gucken, wie viel Intelligenz man für diese Truhe und den Dingern braucht. Aber ich glaube, 180 brauchst du oder 120 Intelligenz. Dann kannst du, glaube ich, alle Truhen aufmachen. Was haben wir denn hier? Ausrüstung. Das kann nicht sein. Dann brauche ich wirklich 220 oder 200 oder 180. Ja, das ist natürlich alles Schwachsinn, was wir hier tragen. Magiegürtel. Das könnte ich mal probieren. Wenn ich mir so einen Magiegürtel anziehe, ob ich dann genug... Oh, das ist was für ein Weiner. Das ist wirklich was für ein Weiner. Die wahre Rüstung. Oh, 200. Fuck. Das hat sich gelohnt. Stimmt, das geht ja auch. Da kann man ja auch so ein bisschen, wie heißt's? Mogeln. Der Magiergürtel ist richtig krass. Er gibt 30 Mental dazu. Ich kann hier auf diesem Bildschirm auf OBS gucken oder hier auf das Game. Aber ich glaube, OBS kann ich das Bild größer machen. Schau mal, Waldner, hier liegt ein Zauberbuch drin. Hey, das ist ein Beschwörungszauber. Oder ja, er heißt Skelettmagier beschwören. Hier, lern ihn auswendig. Nice. Finde ich cool, dass wir hier einen Zauber finden. Eigentlich sehr geil. Also, was lernen wir daraus? Grabschen und lernen. Krypten, durchsuchen. Lohnt sich. Krypten und Friedhöfe und Untermauerte. Weil hier auf der anderen Seite, wenn man sich dafür mit Schattenwölfen und Teufelshühner rumärgern muss. Schwarze Energie, ich glaube, das sollte alles ausreichen. Naja, aber da zwei gelähmt sind, würde ich sagen. War nicht so geil. Ich hätte für die keine Zauber verwenden sollen. Die sind doch relativ zauberresistent. Tschüss. Ja, super. Jetzt einen kritischen Treffer. Was haben wir denn hier? Normale Seelen 97. Weißt du was? Ich mache hier einfach mal... Ich speichere hier einfach mal, dass wir erstens die normalen Seelen nicht verschandeln.
Verflucht seien die, die es wagen, ihre Seele sterben zu lassen. Tja, verflucht seien die, die es wagen, ihre Seelen sterben zu lassen. Wenn man zu sehr auf Kapitalismus aus ist und Kohle, 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 Kohle und vergisst das Wesentliche im Leben, kann man seine Seele auch verlieren. Das Blut eurer Gegner? Ja, ja, das wissen wir schon. Ich glaube, das war auch genau das, was hier so interessant... Oh, schon wieder ein Speicherschein. Not bad. Also es hat sich hier echt gelohnt. Muss man einfach so sagen, wie es ist. Wir konnten speichern. Wir haben zwei Speichersteine gefunden. Wir haben Skelettmagier gefunden. Wir haben sogar die Vampirrüstung gefunden. Wow. Doch, wirklich, wow. Ich kann das mal ein bisschen höher machen. So. Kann ich mich mal entspannt auf meinen Stuhl hinfläzen. Wie so ein Schluck Wasser. Die Schattenwölfe scheinen etwas mehr HP zu haben als die Teufelshühner. Dafür sind die Teufelshühner ganz schön wendiger. Oh, okay. Will ich da schon hin oder möchte ich gern noch eine andere Stadt? Ich würde gerne die Marlene finden. Also wir haben hier alles abgesucht. Ich glaube, wir waren in Asran, waren wir noch gar nicht. Oder doch? Meine Minen sind alle ausgebaut. Oh, hier ist noch ein... Ah, stimmt. Fledermausmantel geht das auch noch. Wer seid ihr, verdammt? Ihr habt euch in eine Fledermaus verwandelt. Na und, du verwandelst dich gleich in eine Pfütze Blut. Geil. So, Walner, nuckel mal an den. Wenn du überhaupt so weit kommst. Warum ist der Walner auf einmal so langsam? Hey, deine Verwandlung beginnt. Och, Walner, das musste doch echt nicht sein. Blutring, Isterschuhe. Klingenschuhe. Oh, die Ista-Schuhe sind natürlich 5 Angriff, Verteidigung, Geschick und Intelligenz. Warte mal, kann ich das nicht? Blutschutzring? Nee, Blutschutzring würde ich gerne der Elaine lassen. Blind, stumm und starre Zauber. Der Walner braucht den Magiergürtel. Wegen diesen Truhen. Da zählt nämlich nur das, was der Walner hat. Ja, machen wir das Schiff noch fertig, dann wird es ein etwas kürzerer Part. Ja doch, ihr habt ordentlich Bein. Was? Ihr wollt also hier einfach mitfahren? Was? Das ist euer Ende. Eigentlich Schwachsinn bei Piraten. Bei so einem Piratenschiff würde ich mir das wirklich... Könnte ich mir das vorstellen, obwohl seit One Piece glaube ich eher, dass ich lieber auf so einem coolen Piratenschiff draufgehen würde, als auf so einem anderen Schiff. Aber dass man gleich getötet wird, wenn man irgendwie aufs Schiff geht, da hätte man schon ein bisschen reden können. Level 38 schon, not bad. Das Problem ist, wenn ich Seelen farme oder so, dann bringt das halt alles nichts, weil dann level ich halt auch automatisch. Wisst ihr, was ich meine? Ich würde aber trotzdem gerne nochmal einen Golem beschwören. Weil es einfach cool ist. So, komm mal her. Seid ihr für blinde Passagiere? Das werdet ihr bezahlen? Nein! Der Einzige, der hier etwas bezahlen wird, bist du! Und zwar mit deinem Leben.
Und zwar dein Leben, hat er gesagt, aber ich fand, mit deinem Leben hat sich einfach besser angehört. Also manchmal versuche ich die Sätze selbst so zu machen. Da dürfte mir jetzt nicht so ganz... Ja, dürfte es nicht so ganz wortwörtlich nehmen. Aber mit dem Leben, mit deinem Leben, ich weiß nicht. Eisstaub. Also die Schiffe lohnen sich. Wow, schon wieder ein Speicherstein. Blutnektar. Blutnektar ist maximal, stimmt, es gibt die Lebens, es gibt Lebens- und Blutnektar, die steigern maximal das Blut und Leben jeweils um 1. Und es gibt die gleichnamigen Runen. Und diese Runen steigern deine Werte um 5. Die Musik ist cool. Hat irgendwie schon so ein bisschen was Seemannshaftiges. Da hat sich jetzt mein Golem verabschiedet. Ich glaube zwar nicht, dass die Marlene hier oben ist, aber man weiß es nie. Ich glaube jetzt nicht, dass sie hier oben in Istar ist. Wenn wir hier schon gewesen sind im Let's Play. Nee, hier waren wir auf keinen Fall und hier kommt auch die Marlene nicht her. Das hebe ich mir für den nächsten Part auf oder danach. Dann gucke ich nochmal oben in Asran. Glaube ich, dass das so heißt. Oder in Is... Ach, auf jeden Fall, hier gucke ich noch mal. Ja, vielleicht kommt die Marlene ja hierher. Natürlich, geht ins Freudenhaus. Also wenn ihr ein richtiges Abenteuer sucht, könnt ihr ja westlich die Berge nach einer Höhle untersuchen. Ich habe gehört, dass dort es soll dort eine geben, die bisher nicht erforscht wurde und von vielen gefährlichen Tieren dort drin. Das hört sich wirklich interessant an. Vielleicht kann ich das eine oder andere hier mal verkaufen, dass ich mein Inventar nicht so vollmülle. Hier, Kristallschwert, weg damit. Schicksalsklinge, weg damit. Kragerschrüstung, weg da. Dornschild, fort. Blutring, Schutz vor Verbluten, behalte ich mal. Die ist der Schuhe auch. Vampirring, boah, der bringt 1000, aber den behalte ich. Klingenschuhe können weg. Eisstaub, Juckpulver benutze ich sowieso nicht. Den haben wir von dem kleinen Mädchen, den würde ich eigentlich ungern irgendwie benutzen, aber den brauchen wir. Stimmt, die haben erst mit Level 40 wieder neue Sachen. Hallo, wisst ihr schon das Neueste? Ein Wanderer erzählte mir, dass auf einer kleinen Insel ein gigantischer Schatz, einen gigantischen Schatz entdeckt hat. Leider wurde er von einem großen Monster bewacht, so dass er fliehen musste. Aber ich würde zu gerne wissen, was er unter einem gigantischen Schatz versteht. Wo liegt denn die Insel? Gute Frage, das konnte er mir auch nicht so genau erklären. Super. Ihr seht doch, dass ich mich entspannen will. Also stört mich bitte nicht. Entschuldige, wir gehen ja schon. Hallo, wollt ihr etwas trinken? Nein, im Moment nicht, danke. Wie ihr meint, habt ihr nicht zufällig eine Flasche von Seffi Mikes Bier? Der Kunde dort hinten hat danach gefragt, aber ich hatte keins mehr und die nächste Lieferung dauert einige Zeit. Ich mag es halt nicht, wenn ich meinen Kunden nicht geben kann, was sie wünschen. Doch, haben wir. Wirklich? Oh, wie wunderbar. Ich gebe euch diesen seltenen Ring. Was meint ihr? Ein seltener Ring für eine Flasche Bier? Das Wohl deiner Kunden ist dir wohl sehr wichtig, was? Ja... ja, das ist es. Also tauschen wir. Okay, das ist gut. Hier ist der Ring. Wir können sowieso nur tauschen, aber der wird uns gleich sagen, warum. Hier, da ist das Bier. Sehr schön. Gleich mal nachschauen. Heureka! Gewonnen! Juhu! Wovon sprichst du? Haha, ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Wusstet ihr denn nicht, dass die Seffi Mikes Brauerei ein Gewinnspiel veranstaltet? Wer eine Flasche kauft, auf deren Etikett die Nummer 239411 steht, der hat
100.000 Filar gewonnen. Haha, jetzt kann ich die Kneipe aufgeben, mir eine ganze Stadt sogar oder sogar eine eigene Insel kaufen. Macht's gut, ihr Dummköpfe. Haha, tschüss. sag kein einziges Wort, Wallner. Kein einziges Wort. Scheiße. Okay, hier waren wir noch nicht. Blutrune. Guck, das meinte ich mit Rune und Nektar. Die Rune gibt 5 maximales Blut. Kriegt in dem Sinne alles wirklich der Wallner. Einfach weil ich das Spiel schon kenne. Heilelixier. Ich glaube nicht, dass hier irgendwas liegt. Nein. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich mag ja solche Spiele, wo man in diese Kneipp-Tavernen geht und erstmal übernachtet, um sich zu heilen. Die gefallen mir. Ja, kann ich euch helfen? Kommt drauf an, ob du in der letzten Zeit was Ungewöhnliches gesehen hast. Nun ja, meine Katze Pinky murrt in der letzten Zeit so komisch. Schon gut, schon gut. Das interessiert mich nicht, was deine Katze macht. Stahlsäbel. Schön, dass die Dame da nichts mitbekommt und dass es ihr scheißegal ist. Na du, Gierhals. Was sucht der denn hier oben? Los, verschwindet wieder. Also sowas Unfreundliches. Wenn ihr nicht augenblicklich verschwindet, werde ich viel ungemütlicher. Und wenn du nicht augenblicklich dein Maul hältst, werde ich ungemütlich. Schutzring, oh, weißt du was, ich weiß nicht. Ich weiß, dass der Aska ein dreckiges Arschloch ist, aber ich liebe ihn einfach. Ich liebe ihn einfach. Oh, dieser Sarkasmus, dieses ich mach dich platt, du Penner, ist einfach der Hammer. Hallo, wie kommt es, dass ihr mit mir reden wollt? Wieso denn nicht? Weil niemand sonst mit mir reden will. Alle meiden mich. Und das alles nur wegen diesem Fluch. Was denn für ein Fluch? Der Fluch dieser verdammten Hexe. Es ist ein Fluch, der einem zur ewigen Einsamkeit verdammt. Hm, können wir dir irgendwie helfen? Ihr wollt mir wirklich helfen? Ja. Dann töte diese verdammte Hexe. Erst wenn sie tot ist, wird der Fluch aufgehoben. Doch seid vorsichtig, ich habe bereits versucht, sie umzubringen, aber sie ist zu stark. Keine Sorge, wir schaffen die alte Hexe schon. Wo wohnt sie? In einem kleinen Haus weit östlich von hier, in der Nähe der Berge. Hoffentlich findet ihr sie. Danke schon dafür, dass ihr mir wenigstens helfen wollt. Ja, das kriegen wir schon hin. Die alte Hexe, die alte Trollertante, der werden wir hier mal locker die Nase so lang ziehen, dass sie daraus ihre eigene Suppe löffeln kann. Jo, hier haben wir aber auch nichts von der Marlene gefunden. Aber wir müssen nochmal ins Frauenhaus. Freudenhaus, Entschuldigung. Hallo, was treibt euch nach Uruya? Nun, wir wollten eigentlich nur etwas entspannen und nach Neuigkeiten Ausschau halten. Entspannen? Naja, das kann man hier, zumindest als Mann. Wie meinst du das? Nun, immerhin gibt es hier in Uruya das einzige offizielle Freudenhaus der Welt. Ein Freudenhaus? Zitze, welcher Mann geht da hin? Hier eigentlich fast jeder. Alle wollen wenigstens das Angebot einmal getestet haben. Naja, wenn die es so dringend nötig haben. Da hast du recht, alleine. So ein Freudenhaus muss man nicht unbedingt besuchen. Werden wir hier natürlich machen. Aber im nächsten Part erstmal. Also dann, Leute, macht's gut. Bye, bye.